Rostockerinnen und Rostocker, niemand soll durch Menschenhand zu Tode kommen. Niemand soll einem Mitmenschen das Leben nehmen. Für diesen menschlichen Grundsatz haben wir uns bereits in den Vorjahren immer sehr deutlich in unserer Stadt eingesetzt. Deshalb nimmt die Hanse-Universitätsstadt Rostock gemeinsam mit fast 300 anderen Städten in ganz Deutschland erneut am alljährlichen Aktionstag Städte für das Leben am 30. November teil. Ich möchte an dieser Stelle Christian Friedrich Heppel, einen deutschen Dramatiker und Lyriker, zitieren. Die Menschheit verurteilt den Einzelnen zur Todesstrafe und begeht dadurch gegen ihn ein größeres Verbrechen, als er gegen sie begangen hat, indem sie ihm die Besserung unmöglich macht. Und ich sage noch einmal, niemand hat das Recht, ein Leben zu nehmen. Niemand. Wenn Gerichte die Todesstrafe verhängen, ist das verbunden mit der Qual des oft jahrelangen Wartens in einer Todeszelle. Hin und her gerissen zwischen der kleinen Hoffnung, das Leben noch retten zu können, oder der Verzweiflung, dass es keinen Ausweg mehr gibt und der zum Tode Verurteilte sich mit dem Schicksal abfinden muss. Dazu kommt das Leid der Familie, der Angehörigen, die mitbangen, mithoffen. Leider gibt es immer noch keinen Abwärtstrend in der Anzahl der Vollstreckungen der Todesstrafe auf der Welt. Aber es gibt auch gute Entwicklungen. Die Zentralafrikanische Republik und auch Kasachstan haben sich in diesem Jahr davon distanziert. Im Dezember wird die UN-Generalversammlung eine erneute Resolution für ein weltweites Moratorium der Todesstrafe beschließen. Hoffen wir, dass es die Bewegung zur universellen Abschaffung der Todesstrafe stärken wird. Afrika ist auf dem besten Weg, nach Europa der zweite Kontinent ohne Todesstrafe zu werden. Das sinnlose Sterben findet nicht nur in der Zivilgesellschaft und in Friedenszeiten statt. Seit Februar diesen Jahres macht es uns geradezu ohnmächtig, dass in der Ukraine seit Monaten so viele Menschen auf beiden Seiten der Front sterben. Wir wünschen uns alle, dass dieser Krieg und damit dieses Blutvergießen sofort beendet wird. Wir brauchen dringend diplomatische Lösungen. Kriege werden nicht mit Waffen beendet. Machen wir Frieden, im Kleinen wie im Großen. Setzen wir uns nachdrücklich für Frieden ein. Auch aus den Krisengebieten der Welt gibt es besorgniserregende Nachrichten, wenn es um die Todesstrafe geht. Steigende Vollstreckungszahlen werden registriert, häufig wegen Drogendelikte, Diskriminierung der Ärmsten und Schwachen. Deshalb ist der Einsatz für eine Kultur des Lebens wichtig. Liebe Rostockerinnen und Rostocker, die 7 Aktionsfahnen Städte für das Leben wehen wieder in der Langenstraße. Wir danken dem Hotelunternehmen Radisson Blue, das seine gut sichtbaren Masken erneut zur Verfügung stellt. Aus nachvollziehbaren Gründen der Energiesparung verzichten wir in diesem Jahr auf das Anleuchten des Rathauses mit der Aktionsfarbe Blau. Das Banner werden Sie in der Nähe der Marienkirche wiederentdecken. Liebe Rostockerinnen und Rostocker, das Leben ist uns nur einmal gegeben. Seien wir entschieden. Stellen wir uns gegen die Todesstrafe, stellen wir uns gegen den gewaltsamen Tod des Menschen durch den Menschen weltweit. Rostock sagt Nein.